Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es um das Thema HTTPS gehen soll. Wenn Sie mal Ihren Browser anschauen, wie der mit Webseiten kommuniziert, wie Spiegel Online oder Amazon beispielsweise oder der TH Rosenheim, werden Sie immer ein Protokoll erkennen können, nämlich das HTTPS-Protokoll. Das ist HTTP, aber auf einem verschlüsselten Träger sozusagen. Also das heißt HTTP über Transport Layer Security. Mit dem Video möchte ich einen ersten Versuch unternehmen, das mal genauer zu verstehen, um mal so ein paar Hintergründe zu erläutern. Jetzt muss man sich zunächst einmal überlegen, was ist HTTPS eigentlich und warum braucht man das? Dazu ein ganz kurzes Beispiel mit einem Browser. Ich habe jetzt hier mal den Chrome aufgemacht und zeige Ihnen jetzt hier einfach mal so verschiedene Kategorien von sicheren Webseiten. HTTPS, frrosenheim.de. Ich habe so ein bisschen gebraucht, um zu suchen. So den Sicherheitsfaktor erkennen Sie immer ganz gut hier an dem Schloss. Wenn man das Schloss im Chrome anklickt, dann sagt er einem auch hier irgendwie Verbindung ist sicher, Zertifikat ist gültig. Dieses Zertifikat sorgt für HTTPS-Austausch. Es gibt noch Webseiten, das ist jetzt, ich habe jetzt ein bisschen rumgesucht, das ist das Einzige, was ich gefunden habe, die noch gar nicht verschlüsselt sind. Das heißt, da sitzt noch das HTTP-Protokoll drunter. Und es gibt Seiten, haben selbstgebastelte Zertifikate. Was jetzt der Unterschied ist zwischen einem selbstgebastelten oder so einem halboffiziellen Zertifikat und einem ganz offiziellen Zertifikat, das zeige ich Ihnen noch. Aber hier haben wir auch Verbindung, es ist nicht sicher, obwohl er ein Zertifikat hat. Was bedeutet das jetzt? Das Ding ist nicht sicher. Also, oder es gibt ja so verschiedene Unterkategorien von nicht sicher. Schauen wir uns mal die Webseite an. Wenn Sie hier HTTP verwenden, heißt es ja, dass alles, was Sie hier tun, im Klartext übertragen wird. Das heißt, wenn Sie jetzt da ein Nutzername-Passwort-Feld einbauen, dann kann jeder im Internet das mitlesen. Das schauen wir uns mal ganz kurz an, wie sich das anfühlt. Um das anzuschauen, machen wir jetzt sozusagen ein Allerweltstool auf. Das Allerweltstool heißt Wireshark. Kennen Sie vielleicht oder mit hoher Sicherheit schon aus den Übungen beim Kollegen Mühlbauer. Das heißt, ich habe auch den Wireshark installiert, nach einigen Jahren endlich. Und jetzt starten wir einen Wireshark mal und schauen uns mal an, was jetzt hier wirklich passiert. Wireshark. So, Wireshark startet. Jetzt müsste der eigentlich mir irgendwann anbieten, ich glaube Ethernet 5. So, Sie sehen, da passieren schon ein paar lustige Details. Jetzt wollen wir natürlich nicht alles sehen. Wir brauchen Filter. Haben Sie wahrscheinlich bei Herrn Mühlbauer schon gesehen. Jetzt müssen wir also uns mal anschauen, welche Seite denn für uns interessant wäre. Dazu gehe ich wieder zurück in den Chrome. Ich will jetzt also rausfinden, welche IP-Adresse hängt eigentlich hier dahinter, damit ich da filtern kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal einen Reload mache, muss ich ja wissen, wogegen läuft das Ding. Das können Sie wie folgt realisieren. Sie können im Chrome, Firefox hat das ja auch, gibt es ja diese Entwicklertools. Und das Hübsche an den Entwicklertools ist ja, die schneiden, wenn Sie hier auf Network gehen, also gehen Entwicklertools auf Network, schneiden hier einfach mal alles mit. Und ich mache hier nochmal einen Reload. Sehen Sie eigentlich genau, was da passiert ist. Und jetzt müssten wir uns hier eigentlich genau sem.frrosenheim.de anschauen können, was da passiert ist. Das heißt, jetzt kann ich mir hier den Request genau anschauen, den mein Browser an den Server losgeschickt hat. Das heißt, wir sehen, es war ein GET-Request. Der Server hat mit 200 OK geantwortet. Und die IP-Adresse, nach der suche ich jetzt, das ist diese hier. Vielleicht kurz zur Erinnerung, der FH Rosenheim erkennen Sie immer an 141 und 60 und der Rest gehört dann uns. Wie gesagt, da haben wir Glück gehabt damals, als die IP-Adressen verwendet wurden. Wahrscheinlich war es der Roland Feindor, der hat damals, also unser alter Dekan, der hat damals dafür gesorgt, dass wir so einen großen Platz im Internet gekriegt haben. Das wäre heute undenkbar. So, und wie gesagt, und das Ding, gucken wir uns jetzt mal im Dingenskirchen an, im Wireshark. Jetzt muss ich hier nochmal die IP-Adresse reinkleben. Und jetzt haben wir hier IP-Adresse gleich 141.60.161.153. Und jetzt sehen wir hier den Informationsaustausch, den mein Browser veranstaltet mit dem Webserver, der irgendwie in der FH Rosenheim hängt. Jetzt machen wir hier mal einen Reload. Jetzt müsste man eigentlich das im Wireshark erkennen können. So, nach ein wenig Suchen habe ich auch endlich den Request gefunden, den ich Ihnen zeigen wollte. Also ich habe einfach einen GET-Request an den Server gemacht und Sie sehen, mit dem Wireshark, das ist ja ein Dritttool, kann ich mir jetzt hier einfach die Inhalte eines Requests, das ist also hier dieser HTTP 1.1.200 OK, einfach anschauen und ich sehe alles, was übertragen wird im Klartext.
Das heißt, HTTP können Sie dann verwenden, wenn Sie vielleicht nur statischen Content übertragen. Sobald irgendwelche Daten übertragen werden, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass jeder im Internet das mitliest. Das sollten Sie vermeiden. Und deswegen brauchen Sie HTTPS. So, was ist HTTPS? Gucken wir uns das mal wieder auf Folien an. Was Sie als erstes brauchen bei HTTPS ist asymmetrische Verschlüsselung. Warum brauchen Sie das und wie funktioniert das ungefähr? Also stellen wir uns zwei Möglichkeiten vor, wie man sozusagen kommunizieren kann am Server. Sie brauchen gesicherte Übertragung. Das kann man mit HTTPS oder dem sogenannten TLS, Transport Level Security, machen. Das ist jetzt halt darunter. Und am Anfang der Kommunikation wird ein gemeinsamer Schlüssel generiert. Wie genau, das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und sobald dieser Schlüssel ausgetauscht ist, können beide über eine symmetrisch verschlüsselte Kommunikationsstrecke Daten austauschen. Also Client an Server und Server an Client. Schlüsselaustausch und sowas müssen wir uns gleich anschauen. Alternative wäre noch, dass man die Datenpakete verschickt und die verschlüsselt. Das heißt, der Kanal ist offen wie HTTP, aber Sie verschicken sozusagen einzelne verschlüsselte Pakete. In beiden Fällen wollen Sie nicht, dass jemand unterwegs mitliest, wie ich Ihnen das gerade mit dem Wireshark demonstriert habe, weil das wäre ja ganz einfach. So, und jetzt fangen wir an mit Eve und Sie sehen da schon, Eve horcht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir dafür Verfahren brauchen. Also, ich habe eine Kommunikation zwischen Bob und Alice. Und Bob will Alice eine Nachricht schicken. Und wenn wir jetzt verschlüsseln wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Bob und Alice haben gemeinsam einen Schlüssel. Und Bob verschlüsselt mit dem Schlüssel und Alice entschlüsselt mit dem Schlüssel. Das hat nur den Nachteil, dass sie den Schlüssel ja zwischen Alice und Bob irgendwann austauschen müssen. Und genau da hängt es. Und dann müssen Sie halt irgendwie sicherstellen, dass Alice Bob den Schlüssel sicher mitteilt oder Bob Alice den Schlüssel sicher mitteilt. Und wenn das abgehört wird, kann natürlich jeder alles mitlesen. Deswegen ist man irgendwann dazu übergegangen, sozusagen sicherere asymmetrische Verschlüsselungsverfahren zu machen. Und die funktionieren wie folgt. Alice generiert zwei Schlüssel. Alice hat einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel ist natürlich irgendwo bei Alice auf dem Rechner, den darf keiner sehen. Wenn ihn jemand sieht, ist alles aus. Und Alice teilt ihren öffentlichen Schlüssel, den legt sie irgendwie auf die Webseite, den kann jeder sehen. Also das heißt, und was ich jetzt machen will, wenn ich jetzt Alice eine Nachricht schicke, dann nimmt Bob seine Nachricht und verschlüsselt die mit Alice öffentlichem Schlüssel. Und der Witz besteht jetzt darin, dass niemand außer Alice diese Nachricht wieder entschlüsseln kann. Das heißt, jeder kann was für Alice verschlüsseln, weil er den mithilfe des öffentlichen Schlüssels. Aber alleine Alice in dem ganzen System kann es wieder entschlüsseln, weil nur sie den privaten Schlüssel hat. Deswegen ist das Verfahren asymmetrisch, weil sozusagen mit einem Schlüssel verschlüssel ich, mit dem anderen entschlüssel ich und die beiden Schlüssel haben erstmal nichts miteinander zu tun. Also deswegen brauche ich zwei Schlüssel. Privat, Alice kennt ihn alleine, und öffentlich, den kennt jeder. Und wenn jetzt Eve da mithört, kennt Eve natürlich auch den öffentlichen Schlüssel, aber mit dem öffentlichen Schlüssel kann sie halt die übertragene Nachricht nicht entschlüsseln. Deswegen ist das sozusagen völlig unkritisch, wenn Eve mithört. Es gibt so verschiedenste Verfahren zur asymmetrischen Verschlüsselung. Das bekannteste ist das RSA-Verfahren, ist benannt nach ihren drei Gründern. Die sind mir jetzt entfallen, aber wie gesagt, das erzählt Ihnen ja Herr Schmidt viel schöner als ich. Verschlüsseln mit dem öffentlichen Schlüssel und entschlüsseln mit dem privaten Schlüssel. Wie gesagt, diese Asymmetrie, die brauchen Sie und das ist sehr hilfreich. Nachteil bei dem Verfahren ist, es ist relativ performanceintensiv. Das heißt, die symmetrischen Verfahren sind ungefähr Faktor 1000 schneller. Deswegen müssen wir irgendwann von dem asymmetrischen auf ein symmetrisches zurück. Und Sie verwenden diese asymmetrischen Verfahren zum Schlüsselaustausch. Und das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Mithilfe, also gibt es verschiedenste Verfahren, zum Beispiel das Diffie-Hellman-Verfahren. Auch das lernen Sie ja noch in einer anderen Vorlesung. Wie gesagt, und deswegen machen wir das. Und jetzt schauen wir uns das mal im Detail an. Angefangen hat diese ganze Verschlüsselungsthematik, auch mit den asymmetrischen Schlüsseln, damals als Netscape versucht hat, das, wie gesagt, erinnern sich vielleicht daran, dass vielleicht waren Sie damals gar nicht mal geboren, das war so Ende der 1990er Jahre, da wollte man mit dem Internet Kommerz machen und da war es natürlich wichtig, sozusagen sichere Verbindungen zu machen. Damals gab es nur HTTP und Netscape hat so die ersten dilettantischen Versuche unternommen, da irgendwie Verschlüsselung einzubauen und da sind so die Standards SSL 1.0 und 2.0 entstanden. Das ist also alles auf der Basis von Netscape entstanden. Wie gesagt, aber die haben eigentlich keinen gefragt, der Ahnung hatte, deswegen war es Quatsch. Und erst die Version 3 1996, die war dann soweit
mit dem Netscape 1.1 ausgeliefert, dass die wirklich einigermaßen sicher war. Und dieses SSL 3.0, das ist sozusagen jetzt auch eigentlich als Basis in die meisten modernen E-Commerce-Systeme und das HTTPS eingeflossen. Leider gab es dann Browser Wars und so weiter. Also Klassiker ist wieder, Microsoft hat rumgeätzt und andere auch, sodass sozusagen das Ding jetzt nicht SSL genannt wurde, häufig wird es ja noch umgangssprachlich so genannt, sondern TLS, also das heißt, der Standard, der jetzt eigentlich für sie gilt, ist TLS, und zwar in der Version 1.2, sage ich Ihnen auch gleich, oder in der Version 1.3. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es TLS heißt, weil Microsoft wieder rumgeätzt hat. Das Hübsche an TLS ist, es ist eine relativ komplexe Geschichte, aber dadurch natürlich sehr konfigurierbar. Dass das wirklich maximal konfigurierbar ist, zeige ich Ihnen gleich. Sie haben das so ein Austauschverfahren, und da können Sie also wirklich sehr, sehr dediziert festlegen, welche Cypher-Suite, also welche Algorithmen verwendet werden sollen. Und die Auswahl ist gigantisch, kann man sagen. Und was genau alles erlaubt ist und was verboten ist und was geht, da gibt es natürlich wie immer ein RFC dazu, also der RFC 5246, da können Sie alles im Detail nachlesen. Ich versuche Ihnen hier eine kleine Demo zu geben, ich mache mal die Folie aus und zeige Ihnen das direkt im Wireshark. Also das heißt, was wir jetzt brauchen, ist eine verschlüsselte Verbindung mit HTTPS, sehen Sie hier an dem Schloss, und er sagt hier, Verbindung ist sicher, Zertifikat ist gültig, also können wir hier davon ausgehen, wir nehmen HTTPS her auf unserer FA Rosenheim Webseite. So, und jetzt müssen wir uns hier die IP-Adresse von dem Server beschaffen, das heißt, ich mache hier nochmal einen Reload, schaue hier in den NIST-Protokoll, da müsste der mir jetzt eigentlich ausspucken. Das haben wir hier, also www.trosenheim.de, und schauen uns das, den Request nochmal an, das heißt, dann haben wir hier die IP-Adresse, die uns interessiert, 141.60.160.196. Das tragen wir wieder in Wireshark ein als Filter. So, und jetzt machen wir nochmal einen Seitenreload und schauen uns jetzt nochmal den Austausch im Detail an. So, jetzt hoffen wir, dass das geht. So. So, mit etwas Glück hat der jetzt die Verbindung aufgebaut. So, ja, hat er wohl offenbar. Jetzt müssen wir nur gucken, ob ich Ihnen das auch zeigen kann, was ich Ihnen gerne zeigen wollte. Aber ich glaube, ja. So, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dann sehen wir hier. Hier geht es los, also mit einem Request-Typ, dieses 192.168 ist meine Maschine, dieses 141 und so weiter ist der Webserver, und jetzt fängt hier erstmal so ein ganz normaler TCP-Handshake an. Der interessiert uns nicht. Und es geht los mit dem TLS-Protokoll, sehen Sie hier bei Protokoll, TLS Version 1.1.2, und meine Maschine schickt dem Server ein Client-Hello. So, das Schöne ist, der Wireshark hat da eine sehr schöne Darstellung. Das heißt, wir sehen jetzt hier sozusagen irgendwas mit TCP und die ganzen Frames, die wir schon gesehen haben. Und jetzt können wir uns hier mal anschauen, welche Daten der genau ausgetauscht hat. Das Erste, was er macht, ist zum Server, meine Maschine schickt zum Server einen Client, hello, ich bin der Client. Und was jetzt hier daran spannend ist, mein Client bietet jetzt dem Server an, lieber Server, falls du mir was verschlüsselt schicken willst, biete ich dir folgende Möglichkeiten an, mir die Sachen verschlüsselt zu schicken. Und was Sie hier sehen, dieses TLS underscore ECDHE, ECDSA with AES und so weiter, das sind jetzt Kombinationen von Algorithmen, die man zum Verschlüsseln verwenden kann. Das heißt, AES kennen Sie wahrscheinlich schon, das ist sozusagen ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, 256 ist die Schlüssellänge. SHA ist ein Hash-Algorithmus mit einer Key-Länge von 384. Und hier vorne stehen Verfahren zum Schlüsselaustausch. Das ist, glaube ich, Elliptic Curve Diffie-Hellman. Was genau das ist, würde den Rahmen hier glücklicherweise sprengen. Ich sage, weiß ich es auch nicht genau. Also jedenfalls bietet der Client hier dem Server alle möglichen lustigen Algorithmen an, und der Server kann sich jetzt eine davon aussuchen. So, welche Algorithmen erlaubt sind, ist ja in diesem RFC schon dargestellt. So, das heißt, der Client sagt dem Server Hallo. Nach einem Acknowledge sagt der Server zu meinem Client: Hello, I am the Server. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was der Server dem Client schickt, müsste der Server sich jetzt hier eine Cypher Suite ausgesucht haben. Das heißt, das sagt er hier.
wieder Server Hello und er sagt hier, lieber Client, lass uns doch über Elliptic Curve Diffie-Hellman Dingsbums und mit RSA reden. Sozusagen haben wir hier die asymmetrischen Schlüsselaustausch drin mit Zertifikaten und wenn wir dann miteinander warm geworden sind, dann tauschen wir doch, verschlüsseln wir doch unsere Kommunikation mit AES und der Schlüssellänge von 256. Und zum so die Hashes, die ich ab und an mal brauche, das ist SAA 384. So, das heißt, jetzt haben die sich beide bekannt gemacht miteinander und haben jetzt sich in einem Handshake-Verfahren darauf geeinigt, welche Cipher Suite verwendet wird. Also das heißt, wie weiter verschlüsselt werden soll. Und was jetzt als nächster Schritt passiert, ist, dass die beiden sich jetzt auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Das heißt, was der Server jetzt macht, ist, der müsste jetzt irgendwo dem Client seinen Public Key schicken. Gehen wir zurück auf den Foliensatz. Also was ich Ihnen zeigen wollte, ist folgendes. Der Server, wenn der Client also vom Server was will, schickt den Client los, das haben wir uns gerade angeschaut, und bietet ihm eine Reihe von Verschlüsselungsverfahren an, die man verwenden kann. Der Server sucht sich eins aus. Und dann schickt der Server dem Client sein SSL-Zertifikat, ein TLS-Zertifikat, Folie ist falsch, also mit dem Public Key des Servers. Und was der Client jetzt macht, das ist jetzt konnte man natürlich jetzt beim Wireshark nicht zeigen, ist, der guckt jetzt nach, ist der Server überhaupt gültig. Das heißt, was der jetzt macht, ist, der vergleicht das SSL-Zertifikat vom Server mit seinem eigenen Trust Store. Jetzt kann man sich natürlich fragen, in dem Trust Store sind so gewisse Zertifikate gespeichert, die sozusagen weltweit gültig sind. Und er guckt jetzt nach, gehört dieses Zertifikat irgendwie in eine Hierarchie rein von weltweit gültigen Zertifikaten. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass das Zertifikat zwar zum Verschlüsseln taugt, aber eben, Sie haben dann so einen Hinweis, dass man kann zum Teil selber Zertifikate auch signieren. Wenn man das gemacht hat, dann ist das Zertifikat halt im Trust Store nicht aufhängbar. Insofern schlägt die Prüfung hier fehl. Also wie gesagt, im Trust Store, der wird mit dem Browser mit ausgeliefert, der wird mit dem Betriebssystem mit ausgeliefert. Das heißt, irgendwo auf Ihrem Betriebssystem befindet sich dieser Trust Store. Man kann sich das im Browser auch anschauen, wo der sitzt. Machen wir jetzt hier nicht mehr. Das ist quasi, der Server weist sich am Client aus. So, und wenn diese Verbindung etabliert ist, und wie gesagt, hier unten ist jetzt ja die verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Wir müssen sich eigentlich hier in den nächsten Schritten auf einen gemeinsamen Key einigen für die AES-Kommunikation oder irgendein anderes symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Genau, und wie gesagt, irgendwann schickt der Client dem Server halt sein Master Secret und damit kann man dann weiterarbeiten. So, das war mal zum Thema HTTPS, ein erstes Video. Ich mache vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Thema Zertifikate, weil das ganz interessant ist. Und dann geht es weiter wirklich mit den Autorisierungsverfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.